Hallöchen! Im heutigen Call of Duty Cold War Video sprechen wir ein klein wenig über kommende Waffen. In der momentanen Saison haben wir jetzt hier die Pharah, LC-10, dann noch die Machete und eine Schaufel reinbekommen. Aber eine weitere Waffe wird wahrscheinlich bald erscheinen. Die könnt ihr momentan hier im Gulag finden, manchmal bei Feuergefechtturniere oder hier im privaten Game. Der R1-Schattenjäger wird bald erscheinen. Die könnt ihr dann auch freischalten durch normale Aufträge im Multiplayer oder halt durch ein Pack kaufen. Die Waffe wird die gleichen Aufträge bekommen wie der Granatwerfer. Wird aber ein bisschen schwierig werden, weil Killstreaks kaputt machen mit normale Pfeile wird echt anstrengend. Denn ihr habt leider keine Feuer-, Gift- oder Explosivpfeile mit am Start. Den ihr könnt dann nur Scopes drauf machen. Rotpunkt, Vierfach und was auch immer. Natürlich werdet ihr bei der Waffe immer Wanted killen können. Nur nicht gegen Gegner mit Panzerplatten, da macht ihr leider Hitmarker. Natürlich könnt ihr die Waffe innerhalb der nächsten paar Wochen freischalten. Mit dabei wäre noch eine neue Sniper Rifle in den Daten gefunden worden. Die NTW, die wird wahrscheinlich dann hier In-Game, dann das ATAK genannt. Die wird nur drei Patronen dabei haben, killt dafür immer One-Hit, hat eine gute Trefferknauigkeit und eine gute Reichweite, dafür weniger Mobilität und natürlich weniger Nachladegeschwindigkeit. Die Waffe wird wahrscheinlich für Bodenkrieg oder für Feuertrupp echt eine geile Waffe werden, aber ich denke mal, im Multiplayer möchte nicht jeder die Waffen haben, wegen der schlechten Mobilität, Handhabung und ja. Ich bin der Meinung, in Call of Duty Cold War gehören nochmal neue, richtige Waffen rein, eine neue LMG, eine neue AR, eventuell nochmal eine richtige Sniper Rifle mit guter Mobilität. Aber wir können darauf noch lange warten. Natürlich hätte ich hier alle Bilder und Daten nochmal auf Discord geteilt. Könnt ihr euch gerne angucken, gerne beitreten. Wir hätten natürlich auch schon die Bilder bekommen für die beiden Waffen, die ich hier gerade vorgestellt habe. Natürlich noch mit dabei Bilder für die K9 Unit, dann hier die Handkanone, die wir schon in der Kampagne hatten. Und natürlich auch für den Flammenwerfer. Wann die reinkommen? Ich habe keine Ahnung. Das gleiche gilt natürlich hier für die neuen Waffen. Wir haben nämlich unter anderem die Scorpion, eine Fall, eine Dragunov, eine neue Handfeuerwaffe. Und noch ein paar weitere Waffen angekündigt bekommen, unter anderem auch ein Schild, die eventuell bald reinkommen könnten. Aber Call of Duty braucht ihr immer einen Moment, ihr könnt euch ja noch dran erinnern. Bei Modern Warfare bekam ihr jetzt auch nicht Scorpion rein. Noch eine Handfeuerwaffe mit Vollautomatik und Trommel-Mag. Aber die Waffe, die kann man momentan nur in Überlebenskampf-Mode spielen und nicht im Multiplayer, da man die noch nicht freischalten kann, obwohl wir die Waffen in den Daten und auch im Spiel schon drinnen haben. Wann die genau reinkommen, wurde auch noch nicht bestätigt. Ich würde mal geduldig abwarten, weil Call of Duty braucht ja immer etwas länger für ein Update und Waffenbalancing und natürlich neue Karten, neue Modi erfinden. Das ist nicht die Stärke von Call of Duty, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wegen Waffen, ich würde mich echt mal darüber freuen, wenn die Entwickler mal hingehen würden, mal alte Waffen reinbringen von Volta 2. Die würden prima in Cold War reinpassen. Eine Karabiner 98, die M1 Garand vielleicht, eine MG42, irgendwelche Waffen, die wir halt gerne spielen. Oder halt komplett neue, die wir noch nie drin hatten. Oder Waffen wie die G11. Die hatten ja mal ein BO1 drin. Eine experimentelle deutsche Waffe. Und ja, wäre eigentlich mal cool. Gerne mal reinkommentieren. Über welche Waffen würdet ihr euch freuen? Lieber hier alte Waffen, wieder irgendwelche Prototypwaffen, die wir noch nicht drin hatten. Oder frei erfundene Waffen. Gerne mal reinkommentieren. Und wenn ich ehrlich bin, ja, Call of Duty, Leak Content. Ja, bald könnte hier ein Nuke-Event stattfinden, bald kommen neue Waffen rein. Gefällt mir eigentlich auch nicht, weil man kann es nicht hundertprozentig bestätigen, ob die Waffen wirklich reinkommen, wie die reinkommen, ob die reinkommen, wann die reinkommen. Aber ja, die Information wollte ich heute mal mit euch teilen. Nebenbei halt noch ein klein wenig Gameplay mit der R1 Schattenjäger. Und wenn ich ehrlich bin, ja, die könnte eventuell den einen oder anderen gut gefallen und auch überpowered werden. Ich bin aber einer, ich freue mich mehr über eine MP, über eine Schrotflinte, eine LMG oder keine Ahnung, eine Revolver. Aber ja, Ballistic Knife und eine Armbrust, die können natürlich in Black Ops mit rein, natürlich verständlich. Ich bin aber einer, ich will lieber normale Waffen drin haben. Und momentan bin ich, wenn ich am Live übertragen bin, Waffen am Meer herum experimentieren. Welche könnte ich mal wieder spielen? Welche machen mir denn Laune? Weil immer nur Milano, immer nur die AKU oder die neuen Waffen, wird schon ein bisschen langweilig irgendwie. Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall die Tage wieder live für euch. Tut mir leid, wenn ich ein paar Tage nicht live übertrage. Wenn ich entweder ein Video machen oder natürlich habe ich dann keinen Bock auf Call of Duty. Kann man, glaube ich, verstehen. Aber wenn euch mein Content gefällt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren für weiteren Call of Duty Cold War Content, Beiträge und natürlich hier informative kleine Videos. Wenn es euch gefällt, würde ich mich auch über ein Like freuen, aber ich mache an der Stelle mal Feierabend und natürlich gerne mit euren Freunden teilen. Und dann, Leute, haut rein und... Goodbye.